Meerjungfrauen verzaubern mit ihrem Aussehen, ihrer Ästhetik und ihrem wunderschönen langen Haar. Wenn du Lust auf Glitzer, Eleganz und ein wenig Fantasie hast, ist dieses Kostüm genau das Richtige für dich. Mit einer dauerhaften Haarverlängerung oder Clip-in-Extensions hast du die optimale Länge und Volumen für diesen Look. Für die perfekte Meerjungfrauenfrisur musst du dir vorstellen, wie sich Haare unter Wasser bewegen. Sie wallen mit den Wellen und der Bewegung des Meeres. Diesen Gedanken wollen wir übernehmen und so unser Haar stylen. Große, weiche Wellen, die nicht so gestylt aussehen. Wie immer beim Styling mit Hitze solltest du zuerst einmal Hitzeschutz auftragen. Vor allem deine Extensions sollten vor der Hitze geschützt werden, um nicht auszutrocknen. Wenn du Clip-in-Extensions trägst, kannst du sie auch erst stylen und dann einsetzen. So ist es etwas leichter. Kämm danach deine Haare ordentlich durch. Teil den oberen Teil deiner Haare ab und befestige ihn mit einer Klammer. Nimm deinen Lockenstab zur Hand und wickle eine Strähne vom Ansatz beginnend um den Stab. Achte darauf, die Haare breit zu wickeln und nicht übereinander, damit die Wellen weich und locker werden. Außerdem solltest du die letzten paar Zentimeter der Strähne nicht locken, damit die Wellen natürlicher aussehen. Zum Abkühlen kannst du sie einfach hängen lassen und ein wenig dran ziehen. Das Ziel sind ja Wellen und nicht Locken. So gehst du bei jeder Strähne der Partie vor. Dann teilst du von oben eine neue Partie ab und wiederholst den Vorgang. Wenn du alle Haare fertig gewellt hast, kannst du sie mit deinen Händen oder einem groben Kamm leicht auskämmen und mit etwas Haarspray befestigen. Um den Look zu perfektionieren, kannst du noch Haarklammern mit Muscheln oder Seestern kaufen und ins Haar klemmen. Für dein Outfit kannst du kreativ werden. Lange fließende Kleider oder Schuppenmuster eignen sich super für das Kostüm.